Hallo, wir sind Anne und Andreas, das mobile Team aus Caro. Und wir möchten euch den Sozialraum und unsere Arbeit vorstellen. Dieser Ortsteil hat sich den dörflichen Charakter bis heute bewahrt. Aber seit den 90ern steigt die Einwohnerzahl durch die Neubebauung kontinuierlich auf mehr als 10.000 Personen an. Davon sind fast 1.700 Jugendliche. Der neu entstandene Stadtteil hat einen hohen Anteil an Schulen und Kitas, gemessen an der Einwohnerzahl. Somit frequentieren täglich tausende Kinder und Jugendliche den Stadtteil. Gemessen daran gibt es eine Unterversorgung an Freizeitmöglichkeiten im Kiez. Nicht alle Kinder und Jugendlichen werden von den wenigen Angeboten aufgefangen. So verbringen viele ihre Freizeit im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel auf der Piazza. Laut dem Präventionsbeauftragten kommt es in Caro überdurchschnittlich häufig zu Vandalismus durch Graffiti. Sie sind oft Ausdrucksform von Langeweile und fehlenden Angebot. Das Team arbeitet mit Jugendlichen, die sich wegen ihres Hobbys meistens abseits der Gesellschaft gestellt fühlen. Aus den Problemlagen und den Bedürfnissen der Jugendlichen entwickelten wir Projekte rund um das Thema Graffiti und Jugendkunst. Hier ein paar Beispiele. Wie Workshops an Schulen, im Freizeitbereich, Aufträge im öffentlichen Raum, einen regelmäßigen Treffpunkt für die jungen Künstler zum Austausch und Plan von Projekten, sowie die regelmäßig veranstaltete Jugendkunstausstellung. Die Mitarbeiter möchten den Jugendlichen somit eine legale Möglichkeit geben, ihr Hobby mit professioneller Hilfe auszuüben und sich untereinander auszutauschen. Außerdem entwickelte das Team in Caro ein Modul für Schulen zum Thema Teambuilding, Gewaltabbau und soziale Kompetenz für Schüler. Dieses wird kontinuierlich durchgeführt. Zudem wird mit dem im Caro ansässigen Kulturverein das jährliche Grenzenlos Rock Festival veranstaltet. Um Angebote für die Jugendlichen gestalten und verwirklichen zu können, gehören Kooperationen mit den Schulen, Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen und allen anderen ortsansässigen Institutionen genauso zu der Aufgabe wie die regelmäßige Streetwork-Runde im Kiez. Das letzte Projekt wurde in Kooperation mit der Deutschen Bahn durchgeführt. Dabei wurde der neue S-Bahn-Ausgang in Caro von jungen Sprayern verschönert. So können die Jugendlichen den Anwohnern Caros ihr Hobby näher bringen und zeigen, dass Graffiti nicht nur Vandalismus bedeutet, sondern auch zu einer Verschönerung des Kiezes beitragen kann.